Ich müsste mich jetzt nicht großartig darüber aufregen. Nee, ey, obwohl man da auch wirklich ihn verteidigen muss, weil diese Szene, wenn die gut umgesetzt worden wäre, wäre das als Trauma durchgegangen. Aber so ist halt dann die Frage, warum ist die jetzt da drin? Wenn die Szene nicht im Film wäre, hätte das null Auswirkungen für den Film. So, wenn das wirklich ein Trauma hätte darstellen sollen, hätte man darauf auch noch öfter im Film eingehen müssen, finde ich, dass Alan Grant wirklich fertig ist mit der Welt. Aber auf der Isla Sorna angekommen, ist er dann wieder relativ cool drauf eigentlich, ne? Dass er wieder dann der ernste Alan Grant, der jetzt den Ton angeben muss. Aber ich sage euch, dass es auf jeden Fall ein Trauma ist. Es wird am Anfang zu dem Vogel gesagt, ist mein Name Alan? Fragt Alan den Vogel. Der Vogel kann aber nicht antworten, weil der Vogel nicht intelligent genug ist. Und dann kommt eben dann der Traum von dem Raptor, der aber dann Alans Namen sagen kann. Das ist die Auflösung von der ganzen Nummer. Schlecht umgesetzt, ja, aber es gab auf jeden Fall einen Hintergrundgedanken dabei. Die erste Trilogie ist klasse, aber die Jurassic World Trilogie ist einfach nicht gut. Na, no, mir gefällt die auch nicht so, die Jurassic World Trilogie. Aber das ist auch sehr stark Owen und Claire verschuldet, weil die sind saumiese Charaktere. Die sind echt sauschlecht geschrieben. Kino gelacht. In welcher Welt ist das? Alan. Gruselig. Ey, aber wer sagt denn, dass es gruselig sein soll? Wegen der Musik oder was? Das wird doch alles erst im Nachhinein in der Post-Production dazu gemischt. Diese Szene sollte ein Trauma darstellen. Das war der Gedanke dahinter. Und das würde auch vom Sinn her funktionieren. Wie gesagt, Alan und Ellie unterhalten sich darüber, dass Velociraptoren jetzt extrem schlau geworden sind. Und dass die den Menschen hätten ablösen können, wenn der Mensch nicht auf der Erde sich entwickelt hätte. Wenn Dinosaurier eben nicht ausgestorben wären. Daraufhin geht er dann zum Papagei, sagt, ist mein Name Alan? Der Papagei rafft's aber nicht, weil er nicht schlau genug ist. Und dann träumt Alan davon, dass der Raptor aber auf einmal antwortet. Das passt schon alles gut zusammen. Nur die Umsetzung ist halt wirklich für die Säue. In welcher Welt ist das gruselig? Ich finde das zum Totlachen, dass dieser Raptor ihn anguckt und sagt, Alan! Alan! Ich werde es nie verstehen. Auf jeden Fall, die landen. Du kannst gern Jurassic World verteidigen. Mich würde mal interessieren, wie du Owen und Claire verteidigen wollen würdest. Weil bei Jurassic World hast du es ja letztes Mal auch nicht, glaube ich, so wirklich geschafft. Außer mit der Argumentation, Dinosaurier sind halt dabei und das sind viele und die sehen gut aus. Das waren die Punkte, glaube ich, für Jurassic World. Ich würde dich mal gerne wissen, ob du Claire und Owen gute Charaktere nennen würdest oder ob du sagen würdest, nö, die sind schon echt mies. Ey, du kannst die Jurassic World, klar kannst du die Jurassic World Filme verteidigen. Ich sag ja auch immer, es hängt bei mir bei Jurassic Park auch mit drin sehr viel Nostalgie, weil ich die Filme nicht nur geguckt, sondern eben auch gelebt habe. Aus dem Kino rausgekommen, dann mit Actionfiguren gespielt, Sega Mega Drive damals, auch mit meinem Bruder noch zusammen. Da hängt auch wieder eine Verbindung dann damit drin bei mir persönlich. Jurassic Park 3 habe ich sehr viele Erinnerungen an meine Schulzeit. Da haben wir auf dem Pausenhof mit dem Game Boy Advance, habe ich mit dem lieben Nico von Medienmelage das Spiel auf dem Game Boy gezockt, was wir auch schon mal auf YouTube gespielt hatten, da hängt natürlich sehr viel mehr mit dahinter bei so Filmen, wenn man noch jünger ist, glaube ich, würde ich mal behaupten. Bei Jurassic World gehe ich aus dem Kino und das war's. Und wenn der Film dann nicht noch mehr Wert hat, dann war's das auch für mich, dann bin ich da ja raus. So aus dem Godzilla Minus One gehst du raus und hast das Bedürfnis, mit jemandem drüber zu reden. Was ist da gerade passiert? Was könnte das bedeuten? Wie ist das und das und das? Das gibt ein Jurassic World dir nicht. Diese Fragen hast du nach den Filmen einfach nicht. Der Film ist vorbei und Ende. So, bei einem Jurassic Park 3 ist das zwar auch so, aber da zählt bei mir halt eben diese ganze Nostalgie mit rein. Jurassic Park 1, da gibt es ganz viele Fragen danach. Wie geht's jetzt weiter? Was könnte jetzt noch passieren? Ist die moralische Frage richtig? Dass eben alle sagen, man sollte Dinosaurier nicht erschaffen oder ist es vielleicht doch wichtig, das so zu machen. Jurassic Park 2 ebenfalls hat ganz viele Fragen, über die man diskutieren kann. Aber Jurassic Park 3 ist bei mir sehr viel Nostalgie. Und bei Jurassic World habe ich das einfach nicht. Da gehe ich aus dem Kino raus und beurteile einfach dann mein erstes Gefühl, was ich nach dem Kinobesuch habe. Und das war da halt mehr so, geht, ist okay. Jurassic World 1, wie gesagt, geht noch klar. Schöner Nostalgie-Trigger. Jurassic Park 1 ist immer so ein Special für mich.
Jurassic Park 1 ist der jahrelange Ruf von Fans, ich würde gerne mal den offenen Jurassic Park sehen. Bitteschön, habt ihr hier Jurassic World. Das ist ein riesen Fanservice-Film. Der geht klar, ja, definitiv. Dazu entwickeln sehr viele Vögel eine Bindung zu Menschen. Jetzt habe ich sogar Jurassic World verteidigt, haha. Hä? Inwiefern hast du jetzt Jurassic World verteidigt? Wegen Blue oder was? Dass jetzt Blue auch dann... Verstehe ich jetzt nicht. Jurassic World 2 hat auch eine gute Idee, zwar nicht so genial umgesetzt, aber trotzdem ist der... Ja, Jurassic World 2 fand ich den ganzen Vulkanausbruch total dumm. Und auch da war Owen wieder einfach nur Star-Lord. Da war er nur noch lustig und alles war so ein Gag. Und die Lava steigt hinter ihm hoch und er dreht sich aber noch mit seinem Arsch zuerst in die Kamera, damit alle lachen müssen. Es ist halt, Chris Pratt ist sympathisch, aber der kann auch nichts anderes spielen. Der ist Star-Lord, das ist seine Rolle. Mehr kann der halt auch nicht. Ich musste meine Nachricht von davor lesen. Okay. Jurassic World, nur der erste, aber auch nur wegen dem geöffneten Park. Ja. Tia Leoni schreit die ganze Zeit in ein Megafon. Alan sagt ihr, das ist keine gute Idee, das ist keine gute Idee. Findet auch heraus, dass er beschissen wurde, dass nicht mal Geld dahinter steckt. Und zack, hören... Er bekommt aber einen Bart neu gemacht, oder nicht? Alan Grant müsste eigentlich von Paul Kirby ein neues Bart bekommen haben nach dem Film. Quasi ein Happy End. Gigantisches Gebrüll, alle, oh, ist das ein T-Rex? Und er, nein, das hört sich größer an. Weil das ist so ziemlich die Denke dieses Films. Das habe ich auch nicht verstanden. Das nimmst du als Kind einfach so hin, so einen Satz. Aber woher will er anhand des Brüllens hören, dass der größer ist? Das war auch nur ein Satz halt, damit es irgendwie cool kommt. So, oh, der T-Rex. Und dann sagt Alan Grant in die Kamera, nein, das ist was Größeres. Alle im Kino so, oh, das war, glaube ich, der einzige Grund. Das Bart ist noch das Mindeste. Ja, aber das ist ja das, was er bekommen hat. Er hat ja am Ende gesagt, wenn sie mal ein Bad oder eine Küche renovieren wollen, oder? Bad oder Küche war es, glaube ich, gewesen. Ja. Und er hat Eric gerettet. Das heißt auf jeden Fall Bad und Küche. Wahrscheinlich auch mit Klo, das dir mit so einem Hartdruckstrahler auch den Arsch sauber macht. Weil er Eric noch gerettet hat. Ich habe mein Bad, habe ich auch neu machen lassen. Ist gar nicht so lange her. Ich weiß, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, sowas geschenkt zu bekommen. Weil so ein Bad ist teuer. Okay, wir ersetzen den T-Rex durch einen noch größeren Dinosaurier, weil größer ist automatisch besser. Ist es nicht. Ja, auch doch, tatsächlich schon. Aber auch da gab es auch wieder einen Hintergrundgedanken. Und zwar wollten sich die Macher von Steven Spielberg entfernen, weil er eben nicht mehr mit an Bord war. Und wollten deswegen eben auch nicht das Maskottchen, den T-Rex, weiterhin übernehmen, weil sonst der Vergleich immer wieder gekommen wäre. Hat am Ende alles eh nicht funktioniert, aber der Grundgedanke war, wen nehmen wir jetzt? Ist ja ein Skelett irgendwie vom Spinosaurus entdeckt worden. Glaube ich, ein paar Jahre vor dem Drehbeginn von Jurassic Park 3, was das größte Skelett des Spinosaurus war, das jemals gefunden wurde. Irgendwie sowas war das. Dann haben sie halt gesagt, nehmen wir halt einfach den. Größer ist ein Jurassic Park 3 schlecht. Das war Jurassic Park noch nicht mehr Jurassic World. Was? Das war Jurassic Park noch nicht mehr Jurassic World. Gegenüber die Intelligenz von Raptoren, Tobi. Okay. Ja, Spino ist auch einfach cooler. Der Spino ist einfach, der war einfach so cool, weil er halt so ein Monster war, weil er halt was Neues war. Und vor allem, die haben dem T-Rex, also der Moment, wo der T-Rex Lex und Alan Grant im ersten Film nicht erkennt, weil sie sich halt nicht bewegen, ist super cool. Aber du hast damit halt dem T-Rex so ein bisschen was weggenommen. So, beweg dich einfach nicht vor dem T-Rex und er sieht dich halt nicht, ne? Beim Spinosaurus ist das eben anders. Der Mosasaurus ist cooler. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Wasserschwimmern. Das
es wirklich nicht. Dann wollen die direkt abhauen, weil sie wissen, irgendwas kommt aus dem Dschungel. Und es ist dieser Spinosaurus, Spinosaurier, der frisst noch den einen, der zurückgeblieben ist, auf. Und dann bringt er das Flugzeug zum Absturz. Und an sich, cooles Design, wahnsinnig cool. Ich bin immer dafür, neue Dinos reinzubringen in Jurassic Park, weil ich meine, ich bin Dino-Fan. Und je mehr Kreaturen wir sehen können, desto besser. Und ja, die setzen tatsächlich zum Großteil auf Animatronics. Ich muss aber sagen... Ich weiß, was jetzt kommt, und das stimmt definitiv auch. Die animatronische Puppe vom Spinosaurus hat sich seltsam bewegt. Gerade als er Nash aus dem Flugzeug rauszieht und der T-Rex, da haben sie dann auch auf CGI dann umgewechselt, als der T-Rex quasi den Gennaro packt und dann mit dem Kopf so hin und her geht, um quasi alle Knochen noch zu brechen. Das will der Spino hier auch irgendwie so ähnlich machen, aber der Kopf vom Spinosaurus, der ist so statisch, dass das einfach so aussieht. So schüttelt er ihn hin und her. So, das sehen wir gleich, glaube ich, nochmal. Oder kam das nicht eben sogar schon? Es ist aber auch, glaube ich, ein anderes Studio hinter dem Spinosaurus gewesen. Der frisst noch den einen, der zurückgeblieben ist, auf. Und dann bringt er das Flugzeug zum Absturz. Und an sich, cooles Design. Ah, wahnsinnig, das war er. Ich bin immer dafür, neue Dinos reinzubringen in Jurassic Park, weil ich meine, ich bin Dino-Fan. Und je mehr Kreaturen wir sehen können, desto besser. Und ja, die setzen tatsächlich zum Großteil auf Animatronics. Ich muss aber sagen, ich weiß noch, im Kino, als das Handy geklingelt hat und jeder im Saal nach seinem Handy geguckt hat. Das ist geil. Ja, das finde ich lustig. Obwohl eigentlich wahrscheinlich niemand diesen Klingelton hatte, gucken sie trotzdem alle. Aber das mache ich auch. Das kenne ich. Der hätte mehr Screentime bekommen sollen. Der Spinosaurus wahrscheinlich, ne? Ja. Hat eigentlich nur 3 Auftritte groß, aber... Sie ist okay. Nicht mehr die gleichen qualitativ hochwertigen, die sie für Jurassic Park 1 und 2 benutzt haben. Deswegen sieht teilweise der Spinosaurier gerade bei Tageslicht aus wie so eine Attraktion, die wir in einem Themenpark sehen können mit solchen Robotern, die so machen. Ja, das ist schon richtig. Und das nimmt ja nun mal jedes Mal das Bedrohliche. Die rennen. Das passiert aber halt auch nur 1 oder 2 Mal. Das jedes Mal ist halt übertrieben jetzt, weil das kommt nur am Anfang vor. Danach ist der Spinosaurus immer CGI. Der ist im Endkampf, ist er komplett CGI, in der Mitte ist er komplett CGI und auch hier ist er, nachdem er Nash gefressen hat, auch komplett CGI. Die haben ja die gesamten Szenen rausgenommen mit der animatronischen Puppe. Es gab ja eine T-Rex gegen Spinosaurus Szene, wo sie 2 animatronische Puppen gegeneinander gestellt haben. Und die Szenen haben sie aber rausgeschnitten, weil, naja, der Spinosaurus sich eben so komisch bewegt hat. Und es wurde alles CGI gemacht. Das heißt, es gibt nur 2 Szenen mit dem animatronischen Spino. So, das ist jetzt nicht so dramatisch. Weil Eve gerade sagt, jedes Mal. Das ist halt nicht so oft. Da ist das schon verkraftbar. Treffen auf einen T-Rex und dann gibt's den Megakampf. T-Rex versus Spinosaurier. Und der Spinosaurier killt den T-Rex, um zu sagen, ich bin das neue Big Bad. Ich bin die neue Bedrohung. Ihr mögt... Und warum konnte der Spino den T-Rex töten? Wegen dem Amalgam-Testing. Ihr könnt es nicht mehr hören, ich langsam auch nicht mehr, aber es ist so, wie es ist. T-Rex aus Jurassic Park 1 und 2, der ist nichts im Vergleich zu mir. Und genau ich... Nee, der T-Rex aus Jurassic Park 1 und 2, die sind ja beide nicht derselbe gewesen wie der. Das war ein anderer T-Rex jetzt nochmal. Ich könnte wetten, dass Rexy den Spino sogar platt gemacht hätte. Rexy ist die größte von den T-Rexen gewesen und Rexy aus Teil 1 gegen den Spino aus Teil 3. Müsste ich mal ein Video drüber machen, wie das ausgegangen wäre. Ich wette, da hätte sogar Rexy relativ gut abschneiden können. Fängt der Film an, richtig bescheuert zu werden. Weil soeben hat dieser Dino einen T-Rex erlegt, von dem er sich was für eine Woche oder 2 hätte ernähren können, vielleicht noch länger. Ist ihm egal, irgendwie hat er es auf diese Menschen Was, wie lange? 2 Wochen? Nee. Dieser Dino einen T-Rex erlegt, von dem er sich was für eine Woche oder 2 hätte... Quatsch, Mann. 2 Wochen. 1 Woche auch nicht. Der Spino ist riesig. Der braucht schon einiges an Futter. Der T-Rex wäre innerhalb von 2, 3 Tagen wäre der weggesnackt gewesen. Da kannst du aber einen drauf lassen. 2 Wochen. Also als ob der so... nee. Ob der sein Essen tracken würde. Können, vielleicht noch länger. Ist Nein. Egal. Irgendwie hat er es auf diese Menschen abgesehen. Es ist das erste Mal in der Jurassic Park-Reihe.
Spinos Futter, nur Fisch. Ey, ist, habe ich letztens mit jemandem drüber geschrieben gehabt. Das ist nicht mal wirklich ein Fakt. Das ist einfach nur eine von vielen Theorien, wo man sagt, das könnte so sein, dass der Spinosaurus Fisch gefressen hat. Weil es aber einfach die aktuellste Theorie ist, behaupten einfach alle, das wäre so. Das ist überhaupt nicht so. Also, man weiß es nicht wirklich. Das ist genau wie, wie Leute halt einfach sagen, der T-Rex könnte auch ein Aasfresser sein. Er könnte. Aber deswegen schreiben Leute immer wieder, der war ein Aasfresser. Das ist, nee. Du, das kann auch anders gewesen sein. Das sind Tiere, die sind seit Millionen von Jahren ausgestorben. Du wirst sehr schwer nachvollziehen können, wie die früher wirklich gelebt haben. So, und man geht davon aus, weil eben einige von diesen Spinosaurier-Skeletten auch am Wasser gefunden wurden. Ja, das ist die Theorie dahinter. Also, du hast halt nie ein Skelett gefunden von einem Spino, der einen Fisch im Magen hat oder so. Das hast du nicht gefunden. Guckt euch mal die Serie Prehistoric Planet an auf Apple TV Plus und hört da auch mal mit zu. Da geht der Typ nämlich auch darauf ein, dass sie jetzt in dieser Serie auch Sachen mal erzählen werden, die möglicherweise so waren. Es könnte so sein, aber es muss nicht so sein. Dass zum Beispiel Apatosaurier oder was das waren, dass die so Blasen am Hals hatten, wie Frösche, um den Weibchen zu imponieren. Er erklärt, das würde Sinn machen, dass es so gewesen ist. Aber es muss nicht so gewesen sein. Was sagen jetzt alle nach dieser Serie? Das ist ein Fakt, das ist so. Nee, das ist nicht so einfach. Wissenschaft ist dann schon ein bisschen komplizierter. Spinos leben im Wasser, fressen nur Fisch oder Aas und nicht nur... Ja, aber das ist halt, wie gesagt, das ist eine Theorie. Das sind keine Fakten. Ein Fakt hast du, wenn du... Ey, du kannst heute sagst du mir, ein T-Rex wurde so und so groß. Da würdest du mir jetzt auch sagen, ist ein Fakt. Morgen auf einmal finden die aber ein Skelett von einem T-Rex, der dreimal so groß ist. Auf einmal ist dein Fakt aber für die Katz. Weißt du, was ich meine? Das sind alles Theorien, das sind alles... Wissenschaftler gehen davon aus, es werden Theorien aufgestellt. So läuft das ja, du stellst eine Theorie auf und dann versuchst du die Theorie zu belegen. Und mehr machen die nicht. Die Theorie wird aufgestellt, was wäre, wenn der Spinosaurus nur ein Fischfresser gewesen wäre. Dann hast du die Theorie wie so ein Mindmap, hast du quasi in der Mitte. Was wäre, wenn der Spinosaurus nur Fisch gefressen hätte? Und dann gucken die, was würde diese Theorie belegen. Das kannst du auch mit allem anderen so machen. Das ist wie die Theorie, dass der Stegosaurus die Farbe von seinen Platten hinten ändern konnte. Das wirst du nicht wissen können. Das ist die aktuellste Theorie. Du wirst es nicht belegen können. Aktuell zumindest noch nicht. Deswegen ist es immer ganz schwierig, wenn Leute dann sagen, das ist aber ein Fakt, das ist so. Nee, eben nicht. Genauso, da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Der T-Rex ist nur 6 Meter hoch. Ja, genau. Das sagst du jetzt einfach so. Der T-Rex, das kleinste Skelett vom T-Rex. Das erste, das gefunden wurde, das war wahrscheinlich wesentlich kleiner gewesen. So, wenn jetzt morgen ein Skelett ausgegraben wird von einem T-Rex, der aber 10 Meter hoch war, dann ist dein Fakt schon wieder falsch. Deswegen sage ich, diese ganzen, das sind alles Theorien. Die werden aufgestellt und dann wird geguckt, wie kann ich diese Theorie jetzt logisch belegen. Wie gesagt, wie kennt ihr Prehistoric Planet, die Serie auf Apple TV Plus? Unfassbar geil. Wo sie einfach darauf eingehen, dass es einfach nur Sinn machen würde, dass der T-Rex schwimmen kann. Es würde Sinn machen, er sagt es sogar noch, es würde Sinn ergeben. Aber die reden nie davon, wir wissen jetzt, das ist ein Fakt, das sagen die nicht. Es würde Sinn ergeben. Das ist ganz wichtig. Früher war es Fakt, dass Saurier aufrecht, genau sowas zum Beispiel. Dass Dinosaurier von Echsen abstammen, war früher für viele Fakt. War der wissenschaftliche aktuellste Stand. Wie gesagt, die gehen da ein bisschen anders vor. Da wird eine Theorie aufgestellt, wie überall in der Wissenschaft. Ich stelle eine Theorie auf und jetzt muss ich zusehen, dass die Theorie belegt werden kann. Und die belegst du eben damit so Sachen wie, Spinosaurier werden oft am Wasser gefunden. Da ist oft das und das und das oder dass die sich oft im Wasser befunden haben. Kannst du vielleicht auch innerhalb von den Knochen oder irgendwas, kannst du das irgendwie auch darlegen? Wenn du jetzt zum Beispiel Ausgrabungen finden würdest in 20 Millionen Jahren von Nilpferden. Nilpferde zum Beispiel. Da wirst du die auch nah am Wasser immer finden. Trotzdem wird man nicht sagen, das ist ein Fischfresser gewesen. Weißt du, wie ich das meine? So, das ist... es gibt ein YouTube-Video irgendwo, wo mal ein Typ zeigt, wie Skelette von unseren heutigen Tieren aussehen.
Müsst ihr euch mal anschauen. Ich glaube, vom Wolf war das so krass. Nee, von der Giraffe war das so krass, genau. Wo er gesagt hat, wenn du dieses Skelett heute finden würdest, du würdest einfach nicht sehen, was das wirklich wäre. So, du kommst dann nicht drauf, wie eine Giraffe wirklich ausgesehen hätte. Vom reinen Skelett her, da kämst du nicht drauf. Mit dem ganzen allem drum und dran. Ja. Also wie gesagt, deswegen immer, das ist ein Fakt und so, das ist alles Bullshit. Das ist wirklich, wenn du mir jetzt eine Quelle nennst mit einer Internetseite und schickst die mir zu, kann ich dir heute Abend noch eine Gegenquelle dazu zuschicken. Und dann musst du mir erstmal beweisen, dass deine Quelle richtiger ist. Das funktioniert halt so einfach nicht. Kann ja Individuum unterschiedlich sein. Ja, zum Beispiel, na klar, natürlich, logisch. Für mich ist das Amalgam-Testing nicht Kanon, solange die keinen Film oder Serie darüber machen. Ja, dann ist es halt bei dir so. Macht halt keinen Sinn, weil es ja trotz allem mit eingefügt wurde jetzt. Ja. Dass sich ein Dino nicht mehr benimmt wie ein Tier, sondern wie ein Monster. Er jagt den ganzen Film hinterher und ich weiß nicht warum. Haben sie seine Mutter beleidigt oder was ist da los? Ich verstehe. Ja, das Kind getötet ursprünglich. Das war ursprünglich der Hintergrundgedanke. Menschen sind unterschiedlich groß und haben auch andere Lebensweisen. Ja, als Beispiel nur. Also das ist ja... Wirklich nicht. Er hat sowas von auf die abgesehen, was wie gesagt keinen Sinn ergibt. Wenn er gerade schon ein anderes Raubtier erlegt hat und sich davon ernähren kann, was interessieren ihn diese Menschen? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und dann rennen wir einfach nur durch den Dschungel und haben eigentlich ganz schnell ein Setpiece nach dem anderen und haben Jurassic Park im Schnelldurchlauf ohne. Ich kann die Kritik von Eve hier nachvollziehen, aber ich finde trotz allem, dass Jurassic Park sich immer noch am dschungelmäßigsten anfühlt. Also das ist immer noch, da ist der Dschungel am intensivsten, finde ich, vom Feeling her. Doch, weil dann kann ich ja sagen, dass es einen Dino gibt, der 100 Meter hoch ist. Das wäre einfach so, oder was? Totaler Blödsinn. Hä? Es gibt halt aber keinen, der 100 Meter hoch ist. Ich sag einfach nur, dass du jetzt gerade behauptest, es wäre etwas ein Fakt, obwohl die Wissenschaftler selber, die diesen Fakt für dich ausgesprochen haben, selber sagen, das ist eine aktuelle Theorie. Das machen halt einfach viele. Da wird dann einfach gesagt, das ist einfach so. Du weißt, es, auch mit den Härchen oder mit den Federn, das ist genau sowas. Ob die Federn hatten oder nicht, das wirst du nur sehr schwer rausfinden können. Aktuelle Theorien sagen aber, Dinosaurier werden wohl eine Art von Fell gehabt haben können, möglicherweise, weil dann würde es das und das zum Beispiel erklären. Jetzt driften wir ab, ja, ich weiß, aber trotzdem, ich finde es halt immer anstrengend, auch wenn ich irgendwas sage in irgendwelchen Videos, wenn ich fünfmal sage, nehmt es jetzt hier nicht so ernst mit der Wissenschaft und so drum und dran und ich muss mich dann jedes Mal erklären, wenn es dann irgendwie heißt, ja, doch, doch, aber wissenschaftlich gesehen ist das eigentlich so und so und steckt mir, habt ihr alle die Bibel, wo wirklich Fakten darüber drinstehen? Oder sagt ihr einfach, das ist eine Theorie und ich sage einfach, das ist ein Fakt. Das ist einfach so. Die Theorie wird aufgestellt und ich behaupte einfach steif und fest, das ist jetzt einfach so. That's watching Godzilla, ja genau. Wenn du ein Skelett finden würdest, nur dann. Ja, zum Beispiel. Du gehst ja immer, früher wusste man, dass die Erde flach ist. Früher wusste man, dass sich das gesamte Sonnensystem um die Erde kreist. Das waren früher Fakten gewesen. Und die können sich eben verändern. Genauso mit allem anderen. Bei Dinosauriern ist es dabei nicht anders. Es wird irgendwann, ey, wenn du irgendwann in der Lage bist, Dinosaurier selber zu erschaffen, und dann kreierst du einen T-Rex und merkst auf einmal, oh, der ist ja bunt. Der sieht ja aus wie ein Regenbogen. Das kann passieren, warum nicht? So, und dann ist das wieder anders. Das meine ich eben einfach nur. Deswegen finde ich es immer ganz schwer zu sagen, das ist so oder so. So, es gibt auch die Theorie, dass der T-Rex nur ein Aasfresser gewesen ist. Und da geht man darauf ein, dass das Tier für seine Muskulatur zu schwer sein könnte, um wirklich aktiv jagen zu können. Das ist eine Theorie. Das könnte so sein. Ey, vielleicht kann es auch anders gewesen sein und das Vieh hat Saurier quer über die Kontinente gejagt. Das meine ich halt damit.
Ja, und Jurassic Park soll unterhalten noch mit dazu. Also Jurassic Park würde ich eh nicht. Wenn du bei Jurassic Park sagst, oh, das ist aber unrealistisch, dann tut's mir leid. So, dann das ist halt Science Fiction. Früher hieß es, der Mensch wird keine 100 Jahre alt. Ja, im Endeffekt tatsächlich auch sowas. Das Beispiel ist jetzt ein bisschen anders noch, aber im Endeffekt ja. Immer dieses, was du halt heute weißt, das ist gerade in Sachen Vergangenheit oder so im Kram, was da früher so war, von so Funden, die man da aktuell oder ab und zu mal findet, und da kannst du halt nur Theorien zusammenspinnen, was da wirklich abgegangen ist. Ja, aber sehr interessant auf jeden Fall. Ich finde gerade das Thema Dinosaurier, wie das früher so war und was da wohl wie wo gelebt hat. Wie gesagt, nochmal Prehistoric Planet, guck's dir einfach mal an. Da gehen die auf so ein paar Sachen ein, wie die sich eventuell verhalten haben, Dinosaurier auch. Da gibt es eine geile Episode mit den Tyrannosauriern. Da erzählen die auch so eine ganz krasse Geschichte. Oder eben auch, wie gesagt, mit den Langhelden, die dann so aufblähbare Hälse haben, um dann irgendwie ein Weibchen zu finden. Ich finde das sau faszinierend. Einfach mal so diesen Gedankengang so weiterzuspinnen. Was wäre denn, wenn das wirklich so gewesen wäre? Es ist, finde ich, ganz cool einfach. Was heute gilt, heißt nicht, dass es im nächsten Jahrhundert genauso gilt. Genau, ja. Ja. Wer weiß, was Leute so in 1000 Jahren sagen, wenn die mich irgendwo ausgraben. Keine Ahnung. Irgendwo werde ich ausgebuddelt, decken sich, ach du Scheiße. Naja, es wurden mit den Erkenntnissen bzw. Annahmen zu den damaligen, was zu der damaligen Zeit gedreht, beziehungsweise die Raptoren wurden busy verwechselt. Ja, stimmt. Die Raptoren wurden verwechselt. Ja, war das nicht sogar so, dass Michael Crichton hat ja in seinem Buch die Velociraptoren bewusst größer geschrieben, damit die einfach eine größere Gefahr waren. Und erst danach wurden aber diese Uta-Raptoren, waren es, oder? Wurden die irgendwie entdeckt? Da habe ich nämlich mal irgendwo gelesen, so mit der Überschrift, konnte Michael Crichton die Zukunft vorhersagen? Natürlich nicht. Es war halt so ein Gag gewesen, dass er einfach die Raptoren auf 2 Meter Größe verändert hat, damit die eine Gefahr darstellen. Und dann irgendwie kurz danach wurden dann diese größeren Raptoren auch entdeckt, die wirklich so groß waren. Ja. Ohne jegliche Substanz. Alan wird von der Gruppe getrennt und trifft tatsächlich den kleinen Eric. Und übrigens, wenn man mal einen Count macht, wie häufig in diesem Film Eric geschrien wird, Respekt. Jedes Mal einen kurzen, wenn Eric geschrien wird, empfehle ich nicht. Oh, das kann übel enden. Das kann wirklich übel enden. Allein am Anfang sagt sie es, glaube ich, schon 4, 5 Mal. Das ist gefährlich, ist wirklich gefährlich. Aber ja, Eric hat es tatsächlich überlebt. Sein Ziehvater oder der Neue von Tia Leoni nicht, aber er hat alleine 8 Wochen auf dieser Dino-Insel überlebt. Gab es nicht sogar schon Babys? Oder nee, es gab doch, das ist noch gar nicht so lange her. Wurden da nicht sogar schon Kinder aus dem Wald geholt irgendwo? Aus dem Urwald? Was waren das für eine Story gewesen? Das war kein Flugzeugabsturz. Was war denn da gewesen? Da wurden irgendwie 5 Kinder vermisst in irgendeinem Urwald und die wurden aber auch dann lebendig wieder rausgeholt. Das waren auch ein paar Wochen. Ich hatte das mit den Zeiten, hat er da so ein bisschen Schwierigkeiten. So, der Spinosaurus braucht 2 Wochen, um den T-Rex aufzufressen. Es ist nicht möglich, dass Eric, wie lange? 3 Wochen war das, glaube ich, im Wald überlebt, ne? Sein Ziehvater oder der Neue von Tia Leoni nicht, aber er hat alleine 8 Wochen auf dieser. 8 Wochen, na gut, das ist vielleicht doch ein bisschen krass. Obwohl du weißt nicht, wozu du imstande bist, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ich weiß aber auch nicht, warum die sich 8 Wochen, warum eigentlich 8 Wochen? Naja, das war Jurassic Park 3. Guilty Pleasure. Das kann man schon überleben. Ja, ich denke mir das auch, das kann man schon überleben. Aber wieso haben die 8 Wochen genommen? Wieso haben die nicht einfach gesagt, das ist, keine Ahnung, vor einer Woche passiert oder so? Wieso 8 Wochen? Hat das für die Geschichte eine Relevanz? Nö, ne? Ist halt auch ein Film. Ja, klar, ist ein Film. Aber warum 8 Wochen? Ich verstehe da die Kritik schon von Eve. Weil das ist so, das ist halt so aus dem Hut gezaubert. Diese 8 Wochen machen auch null Sinn. So, also die haben keine Bewandtnis für die Geschichte. Da hättest du einfach sagen können, der war eine Woche weg. Oder so.
Warum 8 Wochen? Das ist schon komisch. Insel überlebt. Und ich hasse diese eingeblendeten Memes. Ich finde das so schrecklich, wenn man das macht. Gerade hier bei J. Jonah Jameson. Ich kann dieses dämliche Lachen nicht mehr hören. Ich finde das so anstrengend, wenn da als Memes jetzt hier ein einziges Mal, aber generell machen das ja viele inzwischen. Boah, geht mir das auf die Nerven. Are you serious? Komm schon. Ein Kind, ein was, 12-Jähriger, kann 8 Wochen alleine auf dieser Dino-Insel überleben. Das ist erneut so ein Moment, wo ich sage, what the fuck, das funktioniert nicht. Das ja, es könnte schon irgendwie sein, Wunder gibt's immer mal, aber wieso 8 Wochen tatsächlich, sind 8 Wochen komisch gewählt. Die machen das immer, was denn, mit den eingespielten Dings? Ja, aber es gibt Leute, die machen das öfter, es gibt Leute, die machen das noch schlimmer. 4 Wochen hätten gereicht. Ey, du hättest einfach sagen können, der ist eine Woche von mir aus, der ist gestern verschollen, Hilfe. Warum mussten sie jetzt 8 Wochen nochmal vergehen? Was er gegessen hat, der ist doch in diesen, der hat dann diesen umgefallenen Truck gefunden und da war zufällig Essen drin. Ja, eine Woche Behördenwege, das stimmt natürlich, stimmt. Ja, aber die 8 Wochen würden in Deutschland Sinn machen. Auf jeden Fall. Entschuldigung, mein Sohn ist verschwunden auf der Dino-Insel. Ja, füllen Sie erstmal das aus und dann kriegen Sie so in 3 Wochen dann eine Antwort, ob wir das genehmigen, Ihren Flug. Das Deutschland wäre auf jeden Fall 8 Wochen, ja. 8 Wochen viel zu wenig. Na, kommt drauf an, wo. 8 Wochen ist schon... Das wäre ganz schön viel Essen, ja. Vielleicht war es ein Truck, hör jetzt auf mit Jurassic Park 3 schlecht zu reden. Vielleicht war es ein Truck, der einfach Essen geladen hatte. So, keine Ahnung. Ein Truck, der war voll mit Cheeseburgern oder so ein Kram. Dosenfutter, sehen wir ja sogar. Ich würde auch Kompis essen. Über dem Grill würde ich auch Kompis essen. Ganz ehrlich. Einfach nur... Mit Teriyaki-Soße geht das auf jeden Fall. Gedacht haben. Und er ist natürlich ein gigantischer Fan von Alan Grant, hat alle seine Bücher gelesen. Wie alt ist der? 12? Und gleichzeitig noch... Ja gut, wie alt war Tim? Wie alt war Timmy in Episode 1? In Jurassic Park 1? Der war auch nicht älter. Ich hab mit... Oh Gott. 2001 war ich in Jurassic Park 3 im Kino, da war ich auf jeden Fall 11. Da habe ich auch schon Dino-Bücher verschlungen. Ist alles inzwischen wieder weg. So aus meinen Köpfen. Aus meinem Kopf. Aber, dass er Bücher liest über Menschen, die über Dinos schreiben, ist doch nicht verwerflich. Tobi vergleicht Deutschland mit Isla Sorna. Geil. Nee, ich vergleiche Deutschland mit Costa Rica Regierung. Im Film Jurassic Park. Ja. So ist es halt. Seitenhieb gegen Ian Malcolm, ja, alles ist Chaos. Und Algret, ha, ich mag Ian Malcolm auch nicht. Und ich so, ha, Ian Malcolm war in der besseren Jurassic Park-Fortsetzung. Also, jokes on you, Mr. Grant, jokes on you. Und ja, dann werden die tatsächlich vereint, dann haben wir diese Reunion mit der Familie und dann macht hier Caster Troys Bruder was Dummes und klaut Velociraptoren-Eier. Warum? Weil er es einfach will. Und nein, auch das wird doch erklärt. Das sind so kleine Plot-Details, da kann man doch, da muss man einfach nur zuhören im Film. Er klaut die Eier, weil er, das ist ein dummer Plot natürlich, aber es gibt doch einen Grund. Du kannst nicht einfach sagen, es gibt halt keinen Grund. Er klaut die Eier, weil er damit seine Ausgrabungen finanzieren will, weil er ja auch sagt, dass wir kurz vor dem Bankrott sind oder irgendwie sowas. Ich habe hier eben gerade irgendwas gesehen mit Prime-Abo. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, von wem es jetzt gerade war. Da oben haben wir es doch. The Seine Null. Ich hoffe, man spricht es auch so aus. Vielen, vielen Dank für das Prime Gaming Abo. Eben viel zu spät erst gesehen. Tut mir echt leid. Ich hoffe, du bist noch am Start. Ich will es Eve gar nicht ankreiden. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu krass im Thema einfach mit drin. Und bei allen möglichen anderen Filmen verraffe ich ja selber die Story hier und da. Ich muss gerade mal hier das Ladekabel in den Laptop stecken.
Aber trotz allem, das sind halt so Kleinigkeiten, die werden schon erklärt. Das kann man dem Film jetzt nicht unbedingt anlasten, weil da gibt es dann nämlich doch eine einfache Erklärung dann eben dafür. So. Ah, du bist noch da, sehr schön. Du schreibst ja sogar die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, warum manchmal eure Namen andere Farben haben, wenn ich weiter hochscroll. Du bist weiter oben bei mir noch grün. Hier auf OBS zumindest. Steht ja in die Welt nicht mehr. Ja, hier wie der französische Plus. Ui. Da bin ich raus. Ellen ist doch kurz vor der Insolvenz, deswegen hat er den nach Suwanna geflogen. Ja, es kann sein, dass da irgendwie sowas ist. Auf jeden Fall gibt es einen Grund, warum Billy die Eier klaut. Das macht er nicht einfach nur, weil er gerade Bock drauf hat. Auch nicht, weil er einfach nur Geld damit haben will. Er macht es wirklich, damit diese Ausgrabungen damit wieder finanziert werden können. Das ist Billys Plan. Wie kam Eric an den Urin? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja diesen Junior-Roman Jurassic Park Survival, heißt das, glaube ich, sogar. Oder? Irgendwie so. Ist aber nicht offiziell Kanon. Aber da geht man darauf ein, wie das passiert ist. Aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, in meinem Kopf war das immer so, dass Eric aus irgendeinem Grund unter dem T-Rex stand, während der einfach angefangen hat, loszupinkeln. Und er hatte einfach dann diesen Behälter schon zufällig in der Hand. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert sein soll. Hier so viele Szenen erneut, wo die Dinos sich merkwürdig verhalten. Die gehen in so ein Labor rein, so ein verlassenes Labor. Wir sehen, dass dort auch Velociraptoren geklont wurden. Und einer stellt sich hinter ein Glas und verarscht im Grunde genommen Tia Leoni. Ich weiß nicht, warum greift er sie nicht gleich an? Macht es ihm so viel Spaß, sie zu verarschen? Amalgam-Testing. Tatsächlich. Danke für die Bilder im Kopf. Sehr gern doch. Sehr gern doch. Du kannst dir das gleich auch einfach mal mit dem Stuhlgang vorstellen. T-Rex-Stuhl soll auch helfen, Saurier abzuwehren. Erneut, das ist ein Dino und kein Monster. Aber hier wird das wie ein Monster in einem Horrorfilm dargestellt. Und dafür, dass Alan Grant die ganze Zeit gesagt hat... Er hat den T-Rex wie eine Kuh gemolken. Muss man das aufklären, dass dann da hätte er keinen Urin bekommen. Da hätte er rechtliche Probleme bekommen und was anderes. Das Amalgam-Testing ist so wild, das ist die Lösung für alles. Es ist einfach so. Das Amalgam-Testing ist wie das Multiversum bei Marvel. Es löst alle Fragen. Ich werde nie mehr fasziniert werden von diesen Kreaturen, diesen Themenpark-Attraktionen. Sobald der Velociraptor anfängt zu schreien, arr, arr, guckt er ihn an und sagt, er ruft um Hilfe. Ist das nicht faszinierend? Ich so... Das Ding ist ja, wenn das neue, offiziell kanonische Spiel Jurassic Park Survival in irgendeiner Form jetzt erklärt, dass es nie ein Amalgam-Testing gegeben hat, wenn das irgendwie aufgegriffen wird, dann haben wir wieder alle Plotholes zurück. Dann können wir uns wieder nichts mehr erklären. Jurassic Park Survival ist schon sehr spannend. Mal gucken, was sie da wirklich in den Kanon mit einbeziehen. Das Spiel kann den Kanon wesentlich runder machen oder alles zum Einsturz bringen, was ich mir hier aufgebaut habe. Das kann passieren. Ja. Auf das Spiel bin ich echt gespannt. Ja, ich auch. Ich hoffe, es kommt auch schon nächstes Jahr raus. Aber nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres vielleicht. Vielleicht auch schon früher. Mal abwarten. Aber schlimmstenfalls 2025. Interessant war hier auch eine Theorie. Die Figur, die wir spielen in dem Game, ist ja eine echte Schauspielerin. Also die Schauspielerin mimt ja komplett diese Figur. Und eine Theorie besagt, dass das Spiel 2025 rauskommt und quasi anteasern soll, dass das eine neue Hauptfigur in einem neuen Jurassic World Film sein soll, der 2026 in die Kinos kommen soll. Ist auch an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber es könnte theoretisch so sein. Wie gesagt, Theorie aufgestellt, geguckt, könnte es irgendwie Sinn machen? Antwort ist ja, es könnte Sinn machen. Ist deswegen ein Fakt? Nein. Wie kommt man darauf? Naja, weil sie auf einmal eine echte Schauspielerin dafür nehmen. Ich kenne die Schauspielerin halt auch nicht. Aber wenn das jetzt wirklich die neue Hauptfigur wäre einer neuen Trilogie, dass man das dann so damit einläutet,
Dass am Ende von vom Spiel kommt dann irgendwie sowas wie Maya will return oder irgend so ein Kram, keine Ahnung. Oder so, ich habe Angst, dass einiges kaputt und dass einiges kaputt macht. Du kannst nicht so viel kaputt machen im Jurassic-Kanon. Du kannst es eigentlich nur auffrischen und verbessern. Hörst du dich selber reden, Mann? Hörst du dich selber reden? Und danach gibt's eigentlich wirklich nicht mehr viel in diesem Film. Ja, es gibt halt ein Setpiece nach dem anderen. Mal landen sie in einem gigantischen Vogelkäfig. Da haben wir das erste Mal Flugsaurier. Und die sind nicht so gut gealtert, weil sie sind zum Großteil CGI. Und ich finde, die sehen aber gut aus, oder? Ich habe es lange nicht mehr auf dem großen Fernseher gesehen, Jurassic Park 3, aber ich glaube, die sehen noch ganz gut aus. Gerade eben im Dunkeln müsste das eigentlich noch funktionieren. Der Käfig war schon nice, finde ich auch, ja. Das Spiel hat, ich hoffe, das Spiel hat mehrere Enden. Das glaube ich aber nicht, weil das Spiel ja in den Kanon reingehört. Wenn du verschiedene Enden machst, wird es dann wieder schwer zu erklären, was für ein Ende gehört jetzt in den Kanon mit rein. Das ist dann ganz schwierig. Oder sie müssten einfach ein Ende festlegen und sagen, das Ende ist auf jeden Fall Kanon, aber ihr könnt auch noch zwei, drei andere Enden freispielen. Das könnte man auch so machen. Die Flugsaurier sehen echt Bombe aus. Ja, ja. Aber Yves' CGI-Kritik ist da ganz groß. Er hat doch mal gesagt, dass CGI in Jurassic World wäre nicht gut. Und das halte ich für ganz... Das stimmt einfach nicht. CGI da ist zu viel, aber das ist auf jeden Fall gutes CGI in Jurassic World. Gerade eben tagsüber. Jurassic Park sah tagsüber immer ein bisschen komisch aus mit dem CGI. Jurassic World sieht gut aus, tagsüber. Deswegen funktioniert es nicht so gut, aber ich mag das Ganze im Nebel. Ist ganz schön inszeniert. Der Schrödingers Ending, ja. Hat ein paar wirklich schöne Momente, die einfach Spaß machen, aber die Spaß machen auf dieser B-Movie-Trash-Ebene. Ich habe Jurassic Park persönlich nie als Trash gesehen und wollte es auch nie sehen, aber dieser Film ist genau das, er ist Trash. Ja, aber Jurassic Park, also das, der dritte Teil wollte auch nicht Trash werden. Das war halt im Eifer des Gefechts, haben sie halt das Beste draus gemacht. Man weiß nicht, welches Ending Kanon ist, aber dann kannst du das Spiel ja nicht in den Kanon mit einbauen. Du kannst ja nicht ein Ende machen, wo Maya lebt, eins, wo sie tot ist und eins, wo der T-Rex auf einmal Flügeln bekommt und dann sagen, das Spiel ist aber Kanon, obwohl es die drei verschiedenen Enden hat. Man hat dumme Beispiele vom Ende her, aber du musst ja ein ganz klares Ende haben, um zu sagen, welche Timeline in den Kanon mit reingehört. Deswegen gibt's ja diesen bescheuerten Begriff Kanon. Dass du halt genau weißt, was gehört dann jetzt wozu. Deswegen gehört ja auch die Serie, nee, der Kurzfilm Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventure gehört ja auch nicht in den Kanon mit rein. Das ist nicht offiziell Kanon, weil du da halt so viele verschiedene Enden hast und Entscheidungen treffen kannst und bla bla bla. Mit Dinos, dann funktioniert er ganz gut. Wenn man sagen will, ich will das haben, was Jurassic Park war oder eventuell sogar Jurassic Park 2, gibt einem das dieser Film überhaupt nicht. Und ja, die hatten ja auch noch ein Satellitentelefon und die Batterien waren alle und der eine Typ meinte, kein Problem, ich gebe dir einfach die Batterie aus meiner Taschenlampe. Ich so... Das ist halt Videospiellogik. So, es gibt nur... Wie bei Alan Wake, wer das Spiel kennt. Es gibt nur eine einzige Sorte von Batterien. Für alles. Ich kenne Kamerabatterien und ich kenne Batterien aus Taschenlampen, die passen nicht da rein, das ist nicht die gleiche Batterie, das ergibt keinen Sinn. Der Typ wird dann auch noch gefressen und das Lustige ist, später fragen dann die Eltern, Eric und Alan, wie habt ihr uns gefunden? Ja, bei Star Wars, du kannst ja auch die Logik ignorieren, das ist halt dumm, wenn das passiert, aber das kann ja passieren. Aber trotz allem hast du da einen stringenten Faden, du kannst nachverfolgen, wann jetzt was passiert. Wenn du jetzt ein Spiel rausbringst oder auch nur einen Film mit zwei verschiedenen Enden und du klärst nicht auf, was das offizielle Ende ist, dann kannst du den Kanon dadurch nicht weiter verfolgen. Das geht dann eben nicht. Als Beispiel, I Am Legend hat zwei verschiedene Enden. Jetzt kommt I Am Legend 2 nächstes oder übernächstes Jahr im Kino. Jetzt haben sie halt gesagt, okay, passt auf, das Ende ist offiziell Kanon. Das musst du machen, damit der Rest mit dazu passt. Dafür gibt es ja einen Kanon. Den gibt es ja dafür, dass du eine Zeitlinie nachverfolgen kannst. Das geht aber halt nicht, wenn die Zeitlinie sich dann irgendwann in drei Punkte aufsplittet. Dann kannst du die nicht mehr nachvollziehen. Darum geht's ja.
Da bekommt die Rey ein Schwert in den Rücken. Ja, mit Star Wars müssen wir gar nicht erst reden. Star Wars haben sie komplett verkackt. Da hat Disney wirklich einen abgeschossen, ey. Star Wars haben sie ja komplett in den Sand gesetzt. Das war schon krass. Marvel kann das auch mit dem Multiversum, also bitte. Ja, aber auch nicht verschiedene, oder? Da, also, ein Multiversum ja von mir aus. Aber da musst du auch in Jurassic Park ein Multiversum aufmachen. Das ist ja Bullshit. Nee. Das war ein Scherz. Ja, aber du hast schon recht, na klar. Dass du dann irgendwie sagst, Entscheidung 1 macht Sinn, wenn du das und das so und so gesehen hast und das. Sie könnten, das wäre ganz cool, wenn sie zwei verschiedene Enden reinmachen würden und würden sagen, Ende Nummer 1 ist offiziell Kanon zu den Filmen und Ende Nummer 2 gehört zum Kanon von Jurassic Park The Game. Das wäre ganz charmant, aber das wird nicht passieren. Das wird ein Ende haben und gut ist. Naja, dieses Special, die fünf Staffeln sind Kanon, ja, die fünf Staffeln sind Kanon, aber nicht dieses Special nicht. Das Hidden Adventure ist nicht Kanon. Da kennt sich niemand mehr aus. Nee, Mann, bei Marvel bin ich auch so raus. Ich weiß auch nicht, wer das Multiversum inzwischen geöffnet hat. Das wird ja ständig wieder neu geöffnet. Ja, Doctor Strange war es einmal gewesen, dann aber doch nicht, dann war es in Loki, dann aber doch nicht, dann war es ja irgendwie nochmal bei Ant-Man oder so. Ah, die haben da selber keinen Überblick mehr. Das war die dümmste Idee, das Multiversum ins Kino zu bringen. Jetzt reden alle von Deadpool 3 nur noch über die Cameos. Der Film ist nur noch Cameo. Das ist, weiß nicht, was man daran so geil finden kann. Das ist halt so billig einfach. Na komm, ey. Ich dachte, ich hätte verstanden, dass es kein Kanon ist, weil ich eben noch gehört hatte, dass es kein... Die Serie ist Kanon, Camp Cretaceous. Staffel 1 bis 5 gehört zum Kanon mit dazu. Aber es gab nochmal so ein Special, das einfach Hidden Adventure hieß. Da hast du selber Entscheidungen treffen können. Wie so ein, nennt man das denn? Interaktives Filmerlebnis. Und das gehört nicht zum Kanon mit dazu. Weil da haben dann die Produzenten halt gemeint, das wäre sonst zu wirr. Wann das Ganze spielt, kannst du nicht einordnen. Wie das Ganze endet, kannst du nicht einordnen. Das war so der Hintergrundgedanke. Trotzdem ist halt ein geiler Film, finde ich. Das hat euer Telefon gehört, dann das Telefon ist gar nicht mehr bei uns. Auf einmal haben wir es klingeln. Düm, 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 düm. Und der Dino, der... Desane hat ein Abo verschenkt, ein Stufe 1 Abo. Vielen, vielen lieben Dank. Auch wahrscheinlich im Namen von Sir Cresco. Der Name sagt mir irgendwas, Cresco. Was ist denn da der Hintergrund? Ist Cresco und ich habe gerade Kelso im Kopf gehabt, glaube ich, von Scrubs. Vergesst, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Stufe 1 Abo. Auch im Namen von Cresco. Saurier steht hinter denen, weil er das Telefon verschluckt hat und trotzdem hört man das so laut aus ihm. Ja, das ist schon, es ist echt eine dumme Szene. Meint ihr... Frage, glaubt ihr, das sollte eine Referenz an Peter Pan sein? Mit dem Krokodil, wo man auch so diesen Wecker als raushört mit Captain Hook? Meint ihr, das ist so ein Ding? Das ist schon komisch mit dem Telefon auf jeden Fall. Ey, ich weiß nicht, ob man sich dabei echt gedacht hat, komm, wir machen so ein Captain Hook-Ding da rein. So einen kleinen Augenzwinker, den keiner rafft. Das kann schon sein, gell? Ja. Tick-Tack, Tick-Tack. Es wäre halt geiler, wenn das auch wirklich eine Uhr gewesen wäre und du hättest den Spino so im Wasser gesehen. Und immer so dieses Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Das wäre cool gewesen. Ich frage mich gerade, welchen Anbieter die da haben. Also auf jeden Fall haben die da keinen Vodafone. Jetzt keinen Empfang. Boah, stell dir einfach vor, hier ist Snickers on Mars. Weil du gerade Alan schreibst. Das Telefon klingelt, Alan geht zum Schluss ans Telefon dran und der Raptor antwortet mit Alan. Dann ist der Film vorbei. Das wäre mein Ende. Alternatives Ende gefunden. What the fuck is this? Und erneut, warum hat er es auf sie abgesehen? Da ist sogar so ein gigantischer Zaun, der sie trennt. Aber er sagt, okay, ich gebe auf. Na, verarscht, ich renne zurück und breche den Zaun. Der hat Anlauf genommen.
Du musst die Anlauf nehmen. Und das Witzige ist, dieser Zaun, der war teilweise aus Eisen und so weiter und Beton, er haut den auf. Was hält ihn auf? Eine kleine Tür. Ich so, das ist echt nicht gut geschrieben. Das ist ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich bescheuert. Dann werden unsere Charaktere komplett durch den Dschungel gejagt von allen möglichen Dinos, die man sich so vorstellen kann. Es sieht so aus, als wäre Billy, also Caster Troys Bruder, tot. Aber wenn du den Namen kennst, dann sag doch einfach Billy, nicht Caster Troys Bruder. Dass er einen Glücksrucksack hat. Das wird später nochmal wichtig. Und dann ist es auch ganz komisch, das Pacing ist so merkwürdig, weil in Jurassic Park 1 haben wir ja erst diese schönen Szenen mit dem Brachiosaurier und so weiter und der Herde, dieser wundervollen Musik aus Jurassic Park 1, wo wir sagen, weißt du was, John Hammond, du hattest die beste Idee deines Lebens, ich würde das auch machen, es ist so toll, all diese Dinos hier in freier Wildbahn zu sehen, es ist richtig. Und später haben wir dann den Turn und den Twist, wo es düster wird, wo die Raubtiere angreifen und wir sagen, oh fuck, das war keine gute Idee. Und hier weiß der Film irgendwie nicht, wie er mit dieser Tonalität umzugehen hat. Er fängt an und direkt haben wir die Raubtiere und direkt haben wir die Verfolgungsjagd. Und dann erlauben wir uns trotzdem kurz so einen Moment, wo wir uns dann so einen Brachiosaurier angucken und alles. Die sehen schon echt böse aus, ne? Die Brachiosaurier hier, die haben schon ein fieses Design bekommen. Die sind nicht mehr schön und brachial, die sind jetzt so ein bisschen anders. Oh, ist das nicht eigentlich schön? Ich so, was ist bei euch gerade schön? Ihr seid abgestürzt. Ihr habt keinen Weg, von dieser Insel zu kommen. Ihr wurdet durch den Dschungel gejagt. Ein paar eurer Freunde wurden gerade auf... Aber sagen sie, das ist das gerade schön? Nee. Die genießen doch einfach gerade den Moment, dass sie einfach gerade mal nicht gejagt werden. Das ist doch der Hintergrund dieser Szene. Davor waren sie vom Spino gejagt, dann waren sie auf einmal im Vogelkäfig und jetzt haben sie einfach mal eine kurze Ruhepause. Und deswegen ist doch gerade dieser Moment des Durchschnaufens. Oder? Was zur Hölle ist eigentlich bei euch kaputt? Ich verstehe es nicht. Und der Brachiosaurier sieht irgendwie hässlich aus. Ich weiß. Der sieht halt schon krass aus. Aber die sehen einfach alle. Guck mal, die haben einfach... Jetzt bin ich wieder im Weg mit meinem Bild. Ach, egal. Moment, ich mach das aus. Nicht egal. Ich muss darüber reden. So. Die gucken alle so blöd. Seht ihr das? Einmal hier. Da unten, die gucken auch einfach alle gleich. Jetzt seht ihr das an der Seite auch nicht, weil ihr da im Weg seid. Moment. So. Unter dem Moviepilot-Logo. Der hier sieht genauso aus wie der hier und guckt genauso wie der hier. Als wären die einfach nur Copy-Paste, die drei. Und der halt auch. Echt, trotzdem finde ich es geil. Ist irgendwie lustig. Der Rechte lacht einfach. Ja, der hat den Spaß seines Lebens, der Rechte. Der lacht die Menschen gerade aus. Ah, herrlich. Ja, es ist komplett CGI hier, aber dieses Gesicht, das hat mich jedes Mal so ein bisschen gestört. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, in Jurassic Park 1 wussten sie ganz genau, bei Tageslicht zeigen wir den nur in der Totalen und so weiter und gehen nicht so krass in sein Gesicht rein, um die Details zu zeigen. Die Details sieht man später mit den Animatronics, mit Lexi und Timmy. Und hier... Ja, das ist aber eigentlich gut, das so zu machen. Stimmt. Steven Spielberg hat aber einfach mehr Plan über von so Filmen als, ich weiß gar nicht, wie der Regisseur hieß von Jurassic Park 3. CGI war dafür noch nicht bereit, muss ich... Das stimmt auch nicht. Das CGI in Jurassic Park 3 sieht auch verdammt gut aus. Heute sogar immer noch. Sagen. Jedenfalls finden unsere Charaktere dann tatsächlich... Das Design sieht einfach schlimm aus von dem Brachiosaurier, nicht das CGI. ...diese Satellitentelefone in so einem gigantischen Haufen Spinosaurier-Kacke und wollen endlich um Hilfe rufen und der Spinosaurier greift erneut an. Und hier muss ich sagen, im Dunkeln, bei Regen und so weiter und so fort ist es schon spaßiger inszeniert, wenn erst nur seine Flosse aus dem Wasser rausguckt. Dieses Animatronic-Ding sieht ein... Joe Johnson. Johnston heißt der Schauspieler, der Regisseur, okay. Muss man den kennen? Nö, ich glaube, der hat auch nicht mehr allzu viel gemacht danach, oder? Hat er irgendwas Großes nochmal gemacht? Bei Nacht so viel besser aus, weil man das wesentlich mehr wegretuschieren kann. Und das macht schon irgendwie Spaß. Es ist auch ganz witzig, dass Alan direkt Ali Sattler anruft und ihr Kind geht ran. Und natürlich ist er gerade abgelenkt von Barney, dem Dinosaurier, weil, versteht ihr, ist auch ein Saurier, das ist ein Witz. Das ist funny. Ja, das ist im Film. Jedenfalls sagt sie, keine Angst, Alan, ich helfe dir und hol dich von dieser Insel runter. Ich so,
wie will sie das bitte schaffen? Aber na gut, ich bin sehr gespannt, wie sie das tatsächlich anstellen möchte. Alan gelingt es dann tatsächlich, diesen Dino in die Flucht zu schlagen, indem er so eine Flare Gun benutzt und die auf Benzin schießt, dann brennt das Ding ein bisschen, quietscht und haut ab. Und dann haben wir natürlich eine letzte Konfrontation mit den Velociraptoren. Die sehen diesmal auch ein bisschen anders aus. Einer von ihnen hat so einen Mohawk, ich weiß nicht wirklich warum. Ein was? Ein Mohawk? Meint ihr die Frisur? Die schicke Frise? Aber das Design ist schon irgendwie ganz cool. Aber erneut, wenn die sie so umzingeln, kommen die mir jedes Mal vor wie die Hyänen aus König der Löwen. Die quatschen die ganze Zeit miteinander so, hey. Ja, die Frisur passt auch. Wo war er denn gerade? Hier. Ah, die Frisur. Jetzt könnt ihr das... Ich bin immer im Weg mit meinem Profilbild. Moment. Hier, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der ganz rechte. Aber die drei Härchen, die passen zu den Velociraptoren. Auf jeden Fall. Was typischer Streamer, wieso? Weil ich immer im Weg bin, meinst du? Ihr wart auch schon im Weg mit eurem komischen Chatgeschwätz hier. Die ganze Zeit miteinander so, hey, jetzt haben wir euch, jetzt seid ihr in der Falle, jetzt kriegen wir euch, genau. Wir machen euch so fertig und ich, warum greift ihr sie nicht einfach an? Warum? Ja, ach so. Ja, weil sie die Eier haben wollen. Tiere töten auch nicht einfach so, Eve. Ich würde so gerne mal mit Eve Jurassic Park 3 zusammen gucken. Das wäre bestimmt witzig. Ja, weil dann ja alle sterben und der Film vorbei ist. Es ergibt erneut überhaupt keinen Sinn und Alan gelingt es dann, diesen Kehlkopf zu benutzen, da reinzupusten, mit denen zu kommunizieren und die lassen die dann irgendwann in Ruhe. Nee, das mit dem... Dann klärst du ihn auf. Oh, das würde ewig lang Diskussionen geben, glaube ich. Eve kann ja auch sehr, sehr ausführlich über Dinge reden. Also, ja, es wäre auf jeden Fall wäre das lustig, wirklich, also... Vielleicht kriege ich ihn irgendwann mal dazu, dass wir vielleicht mal irgendwie in einem Stream über Jurassic Park 3 gerade reden. Oder einfach mal generell über die Jurassic-Filme an sich. Das wäre doch mal eine ganz coole Sache. Müsst ihr ihn einfach mal anfragen. So, gerade Eve und Sebastian, das sind ja zwei der sympathischsten Menschen auf der Welt. Also mit den zwei, das ist schon krass. Die sind schon wirklich, wirklich richtig cool, die beiden. Auf irgendwas wollte ich gerade eingehen. Ich habe es wieder vergessen. Weil ich nicht mal 2 Sekunden meine Gedanken zusammenhalten kann. Überhaupt keinen Sinn und Alan gelingt es da. Wo, was? Irgendwas wollte ich doch gerade noch einhaken wieder. Ich wollte wieder irgendwo widersprechen. Warum greift ihr sie nicht einfach an? Warum? Ja, ach so. Was ist mit Nico? Nico ist auch cool. Wenn du das damit fragen wolltest. Ja. Ja, weil dann ja alle sterben und der. Ach so, genau, warum die den nicht angreifen. Ja, ich würde einfach mal sagen, dass Tiere auch nicht immer einfach Menschen angreifen. Und ich weiß, die Raptoren verhalten sich hier zum Teil schon wie Monster, aber trotz allem, gerade deswegen macht es ja Sinn, weil die sich halt so komisch verhalten, so komisch menschlich schon fast. Er hat übrigens auch Udeskis Tod vergessen, fällt mir gerade auf. Der wurde gar nicht, ist gar nicht drin vorgekommen. Es ergibt erneut überhaupt keinen Sinn und Alan gelingt es dann, diesen... Ach so, genau. Er schafft's auch nicht, um Hilfe zu rufen, Alan. Er pustet ja da rein in die Resonanzkammer und dann reagieren die Raptoren darauf sehr, sehr, naja, seltsam schon. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Und die hätten auch angegriffen in dem Moment. Du siehst ja, wie die auf einmal schon so nach hinten gehen, wenn allerdings der Helikopter da nicht gekommen wäre von oben, von der Navy, die Ellie gerufen hat. Weil Alan Grant hat ja ins Telefon geschrien, am Fluss, und dann wusste sie natürlich, am Fluss Isla Sorna. Das wollt ihr mir immer weismachen. Ja. Kehlkopf zu benutzen, da reinzupusten, mit denen zu kommunizieren und die lassen die dann irgendwann in Ruhe. Das ist wirklich bescheuert. Ich kann es nicht anders sagen. Diese Szene war nur noch mal dafür da, damit dieses Ding, dieses seltsame Plot-Device noch mal benutzt wird und damit Alan noch mal face-to-face kommt mit den Velociraptoren. Es ist nicht wirklich spannend. Ja, es war ganz cool, dass sie im Rudel jagen. Es war ganz cool, dass sie jemanden verwunden und töten und den so aussehen lassen, als wäre noch lebendig, damit sie Opfer anlocken. Das ist alles cool gemacht, aber im Gesamten ist die Szene einfach nur draufgedrückt, weil sie sagen... Aber die Szene kommt ja nicht am Ende. Die mit Udesky kommt ja weit vorher noch. Die mit Udesky kommt ja sogar noch, bevor
das Telefon im Spinosaurus klingelt. Das hat ja mit dem Ende jetzt nichts mehr zu tun. Wir hatten noch nicht genug Action in diesen 90 Minuten. Wisst ihr, was ihr wirklich nicht hattet in diesen 90 Minuten? Substanz, Charakterentwicklung oder irgendwas, was... Aber wir hatten Spaß. Ist das nicht so? Also als ein Argument, das gleichzeitig auch ein Riesenfront gegen Marvel wäre, würde ich jetzt einfach zu Yves sagen, wie kannst du bei dem Film den Spaß anzweifeln, während du aber in jeden Marvel-Film reinrennst? Und dann sogar bei Doctor Strange 2 behauptest, der Film wäre gut. Das würde ich mich eher fragen. Doctor Strange 2 habe ich mir damals gekauft, weil ich gesagt bekommen habe, der Film wäre gut. Ich war tierisch enttäuscht von dem Film. Auf der anderen Seite allerdings, ich weiß noch, wo ich ins Kino gefahren bin zu Matrix 4. Und da habe ich mit Yves im Auto noch telefoniert. Und ich weiß nur, dass er einfach gesagt hat, ich gebe dir jetzt einen Tipp, dreh einfach wieder um. Und fahr wieder zurück. Und ich fand Matrix 4 ganz cool eigentlich. Ja. So ist das. Matrix 4 ist... Ich mochte Matrix 4, keine Ahnung. Matrix 4 fühlt sich an wie ein DLC zu Marvel einfach. Zu Matrix 1 bis 3. Das ist es halt. Aber den kann man gucken. Strange 2 mit dieser Hexe. Ja, genau der. Ich fand den extrem kacke. Boah, fand ich den Film schlecht. Den wollte ich mir noch anschauen. Schau dir mal an, Matrix 4 hast du entweder oder du findest ihn ganz okay. So richtig krass ist der jetzt auch nicht, aber der macht auf jeden Fall Spaß, weil er wieder in der Matrix ist, ne? Neo ist wieder mit dabei und so und das ist schon Geschmäcker, ne? Genau, richtig, ja. Ach Gott, ich fand die Story so elendig. Bei Matrix 4 meinst du jetzt, oder was? Ich sag ja, entweder man mag die Story oder man hasst die Story. Was halt dumm ist, dass die Story etwas rückgängig macht, was Teil 3 aufgebaut hat. Also Teil 4 von Matrix macht etwas rückgängig, was Teil 4 aufgebaut hat. Und ich mag Konsequenzen. Wenn irgendwas auch konsequent so ist, wie es ist, das könnte ich höchstens ankreiden, dass ich schade finde. Strange 2 fand ich auch gut. Aber Raimi halt, ja, aber das ist immer so die Aussage, ja, Raimi ist halt mit dabei. Es gab zwei Szenen, die an Raimi erinnert haben. Das war die mit der Hand bei Bruce Campbell und einmal die, wo die Scarlet Witch aus dem Spiegel rauskrabbelt. Krass, der Rest war total für den Arsch gewesen. Das war Fanservice der Film wieder mal. Ganz viele Cameos irgendwie. Das ist Marvel, die machen nur noch Cameos. Und alle Leute decken sich dann, oh, guck mal, wie geil. Ja. Deadpool 3 warte ich jetzt mal ab. Deadpool ist immer schon eine ganz coole Sache. Vielleicht kann der mich von Marvel wieder ein bisschen mehr überzeugen. Nee, bei Doctor Strange 2 war das total elendig. Ja, ich fand das auch, das war so ganz seltsam so. Die Story war halt echt ganz, ganz komisch. Ich fand auch gut, dass Xavier dabei war, aber auch nur als Cameo, als kurzer Auftritt, damit Leute halt sagen, der war doch nur für den Trailer da, jetzt mal ohne Scheiß. Damit Leute die Stimme von Patrick Stewart im Trailer hören und sich dann denken, oh mein Gott, der ist dabei. Das macht Marvel permanent. In Marvel-Filmen sind die Post-Credit-Scenes wichtig und die Cameos. Die Story von den Filmen ist scheißegal. Niemand redet über die Story von Ant-Man zum Beispiel. Alle reden über die Post-Credit-Scene. Die Story war mir ehrlich gesagt voll egal. Ja, aber dann gehe ich doch nicht in den Film rein, oder? Der muss doch schon... Das heißt, die Story ist mir egal. Godzilla hat jetzt ja auch nicht immer unbedingt eine krasse Story, aber die muss ja schon im Universum sich einigermaßen gut anfühlen von Marvel. Die konnten ja mal Geschichten erzählen. Die erste Phase von Marvel war noch gut. Und da hat es angefangen schon so ein bisschen zu schwanken. So ganz komisch. Hast du das mit DC und Netflix mitbekommen? Nee. Ich kenne diesen Aufruf von wegen... Sell the Snyderverse to Netflix, aber das ist eigentlich, habe ich das immer für so einen Fanwunsch gehalten. Keine Ahnung. Anderen Jurassic Park Filme thematisch ausgemacht hat. Ich sag's nur. Auf jeden Fall schafft es unsere Crew dann tatsächlich zum Strand und da ist schon das Militär da und alles mögliche, weil Ellie Sattler kann anscheinend einfach einen Anruf tätig sagen. Okay, Alan Grant und die... Nee, auch das wurde am Anfang aufgebaut, weil Mark für die Regierung arbeitet. Deswegen konnte sie das machen.
Ich fand es hier nur lustig, dass der Typ mit dem Megafon, dass der ja schon auf der Insel war und danach kam erst die Navy auf die Insel. Also haben die den Typ mit dem Megafon erst auf die Insel gebracht und dann wieder ins Wasser zurück, um dann wieder rauszukommen? Warum ist der auf der Insel? Oder lebt der auf der Insel? Theorie. Warum? Vielleicht war der schon vorher auf der Insel. Vielleicht gehört er gar nicht zur Navy. Denkt man drüber nach. Ja, weil Mark bei der Regierung war, konnte er nachforschen, wo Ellen war. Nee, nachforschen nicht. Mark konnte deswegen aber die Navy mobilisieren und herausfinden, wo Alan Grant war, ist ja gewesen, weil Alan Grant ins Telefon geschrien hat am Fluss und danach hat er geschrien, wo ihr mir alle erzählen wollt, da hört man doch raus, Anlage B, das hört man doch auf jeden Fall. Ich habe da gehört, was daran liegen kann, dass ihm gerade das Wasser in den Mund geflossen ist und er nicht mehr reden konnte. Deswegen ging das. Ja, also Ellie konnte sein Genuschel identifizieren und Mark hat dann die Navy angerufen oder per WhatsApp geschickt, so in die Navy-Gruppe Isla Sorna, Anlage B. Nee, am Fluss, Anlage B. Da ist er. Ja. Ich wasche meine Ohren nie. Soll man nicht machen. Ich höre mir die Szene nochmal an. Irgendwann. Ey. Naja. Ja, Alan Grant, das ist so ein Typ, der Dino-Knochen ausbuddelt, der steckt in der Patsche. Bitte, holt das komplette Militär. Ja, es ist eh komisch, dass das Militär überhaupt kommen musste, weil eigentlich hätte doch längst die Regierung Leute hinschicken müssen, weil zweimal, einmal wurde der Luftraum durchbrochen, illegalerweise, und davor wurde per Boot die Grenze überschritten. Das haben die auch schon mitbekommen. Da müsste viel früher eigentlich irgendwas passieren. Dann brauchst du keinen Alan Grant, der ins Telefon nuschelt. Konnten die nicht einfach das Telefon orten? Das wäre auch schlauer gewesen, ja. Eigentlich wäre das echt schlauer gewesen. Yes, ma'am. Sah so das Telefonat zwischen denen aus? Ich weiß es nicht wirklich. Jedenfalls werden die dann gerettet und sehen schon wieder Flugsaurier, die jetzt tatsächlich neue Nesting Grounds suchen, also ein neues Habitat und so weiter. Das heißt, die breiten sich aus und nähern sich unserer Welt und sagen, oh, ist das nicht wunderschön? Das fand ich auch immer saulustig. Du siehst so, wie die Flugsaurier einfach die Insel verlassen und die Musik ist total glücklich und alle gucken so und oh. Und ich denke mir, ist das nicht eigentlich schlecht, was da gerade passiert? Und dann sagt ja Amanda sogar noch so als Witz, hoffentlich nisten sie nicht in Oklahoma oder sowas. Und dann lachen die alle so. Und ich denke mir, das ist doch schlecht, ihr Idioten. Seid ihr dumm? Wenn das jetzt echt passiert, haben wir ein Riesenproblem. Das ist schon ein witziges Ende, doch. Das ist schon lustig eigentlich. Was zur Hölle ist daran wunderschön? Ihr wurdet selber von denen gejagt, fast aufgefuttert. Ich verstehe. Ist das nur Hommage an Jurassic Park 1? Ja, aber da waren es Störche, die am Ende weggeflogen sind unter dem Helikopter. Der Helikopter ist da übers Wasser geflogen, wie jetzt auch hier. Und da waren dann halt Störche gewesen. Die können ruhig in Oklahoma nisten, das ist ja scheißegal. Das waren wirklich Störche, ja. Flugsaurier ist da eine andere Nummer. Ja. Die Tonalität dieses Films absolut nicht. Und das ist das Ende von Jurassic Park 3. Ist dieser Film ein Totalausfall? Nein, ich finde... Oh, sehe ich nämlich, guck mal, ich wusste es doch, ey. Ich wüsste doch, Verlass. Ist er nämlich wirklich nicht. Ne? Man kann damit seinen Spaß haben, wenn man halt hier und da einfach mal kurz, was weiß ich, nicht mitdenkt. Wie gesagt, trashiger Blockbuster mit Dinos ist er in Ordnung, man kann ihn gucken. Was ich dem Film auch lasse, ist, er weiß irgendwie, dass er doof ist und deswegen dauert er nur 90 Minuten lang. Es ist Ja, wie gesagt, zwar ein anderer Grund, aber ja, doch, ist es tatsächlich ist es so, dass der Film mit dem, was er uns bietet, mit 90 Minuten, ist vollkommen in Ordnung. Vor allem werden wir noch in Jurassic World Aftermath von denen runtergeholt. Stimmt, so beginnt das Spiel ja einfach. Ja. Und da ist dann gar nicht mehr so witzig auf einmal, ne? Ich hab gedacht, das sind auch Flugdinos. Ey, ich schwöre, das ist so ein Mandela-Effekt. Ich dachte das auch. Ich hab das auch total oft gesagt. Und ich wette, das denken sau viele.
Aber nee, das sind wirklich Störche am Ende. Das sind keine Flugsaurier. Musst die Szene nochmal gucken. Das ist so ein kollektives Falscherinnern irgendwie. Meine Kindheit ist zerstört. Was wegen dem Storch? Ging jetzt aber schnell. Meine Kindheit ist zerstört, weil da ein Storch langfliegt und kein Flugsaurier. Naja. Wirklich im Schnelldurchlauf. Wir führen ganz schnell wieder Alan Grant ein, dann führen wir die Insel ein, dann werfen wir ihn dahin, dann zeigen wir den Zuschauern alle Dinos, die wir zeigen wollen, von denen man möglicherweise gejagt werden können. Dann haben wir diesen kurzen ist das nicht eigentlich schön Moment. Dann haben wir noch einen Klimax und dann ist der Film vorbei. Und genau so fühlt sich das an. Jurassic Park, wenn du versehentlich im Schnelldurchlauf dir den Film anguckst, so fühlt sich Jurassic Park 3 an. Ohne wirkliche Substanz, aber mit ganz viel Peng-Peng, Boom-Boom und Blockbuster-Fun. Ja, das ist wirklich so. Also Jurassic Park 3 ist einfach das Beste draus gemacht, was ging. Ich hatte mal ein Video auch dazu gemacht, was da wirklich jetzt alles vorgefallen ist. Nee, habe ich noch nie gemacht, was beim Dreh alles passiert ist. Weil da gibt es ganz viele verschiedene Aussagen und du hast immer nur so Bruchstücke irgendwie. Ich müsste mal ein Video drüber machen. Ich hatte mal ein Video drüber gemacht, auf jeden Fall, wie Jurassic Park 3 ursprünglich hätte aussehen sollen. Da habe ich das Skript mal so nach kreiert anhand dessen, was wir eben wissen vom Originalskript. Und ich glaube, das, was wir jetzt hier gesehen haben, war einfach das, was sie noch draus gemacht haben letztendlich. War der Untergang von Jurassic Park gewesen im Endeffekt? Hat der Film dafür gesorgt, dass wir nie einen Jurassic Park 4 bekommen hätten? Haben. Das heißt, ein Paralleluniversum, in dem Jurassic Park 3 erfolgreich war, haben wir Jurassic Park 4 bekommen mit Menschen-Dino-Hybriden. Wäre auch nicht besser. Bei allem, was man über Jurassic World meckert, muss man sich halt echt überlegen, war es nicht gut, hier einen Cut zu machen, wenn die schon wirklich keine Ideen mehr hatten. Hier einfach Pause zu machen und zu sagen, okay, wir fangen Jahre später nochmal ganz von vorne an. Muss man sich wirklich mal überlegen. Würde auch Marvel gut tun. Wenn Marvel jetzt einfach mal nur noch Flop auf Flop auf Flop produzieren würde, und dann würden die sagen, okay, Schluss, wir machen in 10 Jahren nochmal weiter vielleicht. Obwohl es Star Wars auch nicht gut getan hat, aber Star Wars, ja gut, die haben es halt echt nicht gut gemacht. Aber es könnte halt auch gut sein, ne, in der Hinsicht. In einem Multiversum sitzt Tobi und schimpft über Jurassic Park. Ja, ja, das ist wirklich so. Ja. Das ist eine Variante von mir. Die liebt Jurassic Park, Jurassic World Dominion und hasst Jurassic Park 1. Aber die Variante ist auch gegen einen Elektrozaun gelaufen. Hat gegen einen Elektrozaun gepinkelt, die Variante. Das würde das erklären. Ich hab die Dinge ausgeschaltet. Ich guck mal nach, was es war. Moment. Ein Emote entsperren. Ja. Soll ich die Alerts für nächstes Mal auch wieder anschalten? Ich finde die immer extrem lästig, wenn ich mir Videos angucke. Und dann ploppen die irgendwo auf, aber ich höre sie halt auch nicht. Wenn ihr die anhaben wollt, kann ich die auch gern wieder anmachen. Du hast jetzt hier zweimal das mit dem DC geschrieben. Ich habe es gelesen, aber es war halt gerade irgendwie ganz weit weg vom Thema. Deswegen bin ich darauf nicht eingegangen. DC-Filme sind jetzt auf Netflix, sogar den 2017er Justice League. Das ist aber der schlechte, ne? Später wurde der Drecksfilm von Netflix deaktiviert von Snyder. Hat in einem Interview gesagt, wenn Netflix die Rechte an meinen Superhelden in einem Universum haben, hätte er richtig Bock weiterzumachen. Was? Ey, er muss ja einfach nur noch einen einzigen Justice League-Film von mir aus machen. Bringen die Geschichte noch zu Ende, müssen auch keine zwei mehr sein, aber schließt es halt irgendwie ab. Würde ich ganz cool finden. Die Russo-Brüder haben sogar, das sind die Endgame und Infinity War auch gemacht haben, die haben mal gesagt, dass die sogar Interesse daran hätten, zu sehen, wie es weitergeht mit dem Snyderverse oder wie es zu Ende geht. Ich glaube, wir bekommen eines Tages noch einen Film vielleicht und dann ist das zu Ende. Ja, er hat auch Bock auf einen Batman-Film, aber dann muss Ben Affleck, ich weiß es halt nicht. Ich glaube, er wird es echt schaffen, das noch einmal alles zusammenzukriegen. Dann nochmal einen letzten Justice League-Film zu machen. Vielleicht sogar noch 2 Justice League-Filme zu machen. Dann haben wir das Snyderverse ja fertig. Danach glaube ich nicht, dass da noch großartig was kommt.
Wäre auch dumm, da hätten wir dann drei DC-Universen. Ich brauche, das wäre zu viel, glaube ich. Zwei Filme soll der Mann noch machen. Justice League 2 und 3 und dann ist Feierabend. Dann haben wir unsere Zack Snyder-Timeline. Das reicht doch dann. Genau, ich habe es gelesen gehabt, ja. Wie gesagt, es war halt jetzt gerade nur ganz woanders vom Thema her. Ja. Ich habe sogar Justice League, habe ich den 2017er Film, habe ich hier sogar noch als so eine Illustrated Steelbook Edition. Die ist noch original eingepackt. Meine Hoffnung ist ja, dass das so ein typischer Scheißfilm ist, der irgendwann mal sau viel wert sein wird, weil er halt so beschissen ist. Und deswegen bleibt der auch eingepackt, weil ich den eh nie wieder gucken will, jetzt wo das den Snyder Cut gibt. Und wer weiß. Ist auf jeden Fall ein cooles Steelbook. Ich habe generell dieses gesamte Snyderverse, habe ich alle Filme in so einem Illustrated Steelbook Ding. Das sind so Comic-Looks, Comic-Buch-Looks. Das ist eigentlich ganz chillig. So, bitte eine Eigenschaft, die du magst. Hast du die Punkte? Oh, tatsächlich. Ach, scheiße. An Jurassic World Dominion. Ich habe da jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Ich muss was Neues sagen. An Jurassic World Dominion mag ich tatsächlich seit neuestem oder eigentlich schon immer. Die habe ich schon genannt, die Atrociraptoren. An Jurassic World Dominion mag ich aber eben auch den Giganotosaurus. Die animatronische Puppe. Finde ich schon geil. Ja. So wie dazu. Gut, ihr Lieben, jetzt haben wir einfach 2 Stunden lang über ein 22-Minuten-Video gequatscht. Krass. Der ist auch cool, ja. Das ist sogar die beste Szene aus Jurassic World Dominion mit dem Therizinosaurus. Ja. Gut. Machen wir Schluss für heute. Machen hoffentlich morgen weiter. Ich glaube, da kommt nichts dazwischen. Der ist jetzt vorbei, der Stream, ja. Der ist jetzt vorbei. Genau. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, sehen wir uns morgen oder spätestens übermorgen wieder, weil ich noch ein paar Videos trotzdem fertig machen muss. Obwohl ich eigentlich erstmal genug im YouTube-Ding jetzt drin habe. Wir gucken mal. Das ist auch eine Hommage an Teil 1. Ja, das ist schon, das kann schon sein. Tschüss, Ehrenschan, mach's gut. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.